Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Mount & Blade Warband. Ja, wir haben recht gut letztes Mal ein bisschen, ja, ich denke schon erobert, aber nicht dabei gewesen. Wir sind aber in Dirim. Wir haben vor allem einen Ding gemacht, ein Turnier. Und jetzt, ja, muss ich zuerst wieder reinkommen, Dankeschön. Auf jeden Fall Dankeschön, dass es trotzdem das Projekt noch recht gut ankommt. Es ist klar, es ist nicht mehr so ein Spiel, das jetzt unbedingt anschauenswert ist. Aber ich freue mich wirklich, dass ein paar Leute noch recht schnell und gut schauen. Ja, das ist eigentlich sehr, sehr toll. Und ich möchte mal gerne von euch wissen, einfach wie ihr es noch findet, ob ich es noch weitermachen soll. Ich bin eigentlich schon dafür. Klar. Aber das größte Problem ist halt einfach, ich habe extrem viele Projekte, also eventuell kann es mal passieren, dass wirklich kein Part kommt mehr. Das ist ein lahmes. Pff, weg da. Okay, dann müssen wir nicht zum Harlaus. Burg Randy. Oder waren wir beim Harlaus? Ich weiß es nicht mehr. Anmerkungen. Ja, wir müssen nach Randy. Der ist da. Prima. Wie viel Geld haben wir jetzt? Inventar? 24.543 oder so. 63. 36. Ja. Also es macht mir überhaupt extrem Spaß noch und ich möchte es weitermachen eigentlich. Oh, Rochabad ist ein bisschen runtergegangen. Woodstock wollen die auch noch angreifen. Ist ja heftig, wie stark wir werden durch mich. Tja. Wo ist jetzt Woodstock? Da. Die sind nicht normal. Die werden überall Krieg haben später. Die so schnell erobern. Ja, die greifen wieder Halmer an, denke ich. Okay, ein bisschen. Geld verloren. Da ist Harlaus. Harlaus, komm. Ja, mit dem Alguo Neujahr, genau. Oh, das ganze Reich ist... Peschmi? Klagus. In diesem Gebiet. Scheinbar ist es wieder dieses gemeint. Also hier ist kein Banditengebiet. Ich weiß ja nicht, wo er meint. Devlian, du hast aber so wenig Dingtruppen. Ja, wir haben ihn getötet. Auf Gleis, klar. Ja, wir müssen mal zurück zu unserem Dorf. Wir gehen mal zurück, vielleicht haben wir dann auch das Glück für die Banditen. Wir lassen die einfach mal. Aber Devlian wird nicht gefangen genommen, bitte, gell? Sonst komme ich wieder. Die haben immer Angst. Ich habe sie viel zu viel gejagt. Sehe schon die Konsequenzen. Sie überrennen Kanat Kergit. Ah, ist das heftigste.
Aber weißt du, Grünwald ist immer noch den Sam-Ding. Rotox. Tribian. Der Tribian ist wieder wohl auf, scheinbar. Hat viele Truppen. Ja, Klagos, ganz klar. Schade. So, immer, hä? Jetzt kümmern wir einfach uns wieder ein bisschen um Emer und Veluka, weil ja, ich würde ja gerne wieder Krieg machen, aber das ist ja fahr als extremst. Hey, ich möchte eine Vorabversion von Bannerlands unbedingt. Bitte helft mir dabei. Ich weiß nicht wieso, aber ich brauch's. Ich glaube, ihr wisst es am besten. Wieso denn ich so eins brauche? Ich kauf's mir einfach, auch wenn's nichts bringt. So, so spieltechnische Fragen habe ich halt nie drauf, also ich kann es euch nie so richtig sagen. Okay, nochmals Rinder suchen. Das größte Problem ist einfach, ich erfahre solche Sachen nicht. Ich müsste in den Spieldateien nachschauen und so, also wie sich solche Sachen auswirken. Und bei Regnum ist es besonders schlimm, weil da gibt es viele spieltechnische Fragen und ich kann die einfach nicht beantworten. Ah, das ist immer so schön. Da ist eins noch auf die Fresse. Wie immer. Prima, und dann haben wir wieder sehr viel Geld verloren wegen den blöden Emmer. Aber die müssen natürlich Reputation bekommen von mich. Über mich. Wie sagt man das? Rainbow War, der geht ja online wieder sehr beliebt bei mir. Also ist noch nie gewesen, aber ich finde es gut, dass ich jetzt wieder ein bisschen berühmter werde. Und ja, deshalb habe ich auch wieder ein bisschen weniger Zeit, aber hey, ich werde täglich einen Upload machen, egal wie viel andere ich machen muss. Dann mache ich halt weniger Livestream, aber ja, es ist halt einfach blöd ein bisschen. Immer noch keinen. Vielleicht hier oben, nein, hier oben ist nur das. Die Weide. Also bei der Weide wird es wahrscheinlich nicht sein, aber in der Nähe. Hm. Da oben drüber. Ich denke eher dort drüber und da oben der Wachturm. Ja, ja. Der Wachturm muss schon ganz oben sein. Oder hier oben beim Baum. Aber der Baum ist so schön dort. Ah, der Baum dort hinten ist auch schön. Zeig dich mal, kleiner Baum. Ja, wo gehst du hin? Darf ich etwas über dich erfahren? Was könnt ihr mir über dieses Dorf berichten? Selbstverständlich euch, meine Fürstin. Schweinefleisch. Ja, noch etwas. Noch etwas. Ich habe da noch etwas gesehen. Gerichteküche. Okay. Ja, dann ist es eigentlich nichts Schlimmes. Irgendwo in der Nähe. Die Kanatkergiten kommen nicht mehr. Die haben Angst vor mir. Ja, ein Baum, der sich entfalten möchte. Heftigst. Ja, gut. Das ist alles. 28, 26, gut. Jetzt unbedingt nach Veluka. Oh, wenn wir da eine Quest machen müssen, wo wir da so weit weg müssen. In ein Krisengebiet, wie zum Beispiel, oh, Regas? Nein, Regas, komm. Regas. Ja, diesen Hund. Genau, haben wir gemacht.
So, dann haben wir hier eine große Langangst. Kriegsbogen. So langsam möchte ich schon irgendwas Gutes haben. Einen Top-Helm. Das ist ein normaler, ich nehme den. So, dafür verkaufe ich das dort, hä? Wolle. Also. Da hätten wir einen geflügelten Top-Helm wieder. 52 aber. Natürlich, auch wenn er rostig ist. Wir nehmen den. Ist ja nur eine niedrigere Stufe, es ist ja nicht rostig. Ist nur so genannt. Firentis, ich wollte eigentlich ins Inventar, aber bin ich gegangen. Ja. Hast du nicht irgendwas? Nein, du hast die Inventarverwaltung, was man nicht braucht. Nein, lieber Defensive. Nein, ich möchte dich. Jetzt klicke ich noch falsch. Ja, dann kannst du den haben. Und den anderen Helm oder so. Beckenhaube mit Brünne, hä? Und ein Pferd hast du was? 45. Ja, nimmst du das Pferd. Das alte von mir. So, Baschedur. Du kannst einen Steppenscharge haben. Geht nicht, geh. Das brauchst du nicht. So. Also zuerst mich. Ich muss den da unten haben. Und ja, der Eisenhut muss ich verkaufen. Hä? Ja, ja. Und die eine braucht ja noch die eine ja, Jamus ist nicht die eine. Es ist der Shavi, ja, ja. Braucht den Hammer. 25, 36 B, aber was heißt B? Stärke 11. Also der Shavi ist es gut, die macht Stärke. Und ja, der Rest ist jetzt nicht mehr so wichtig. Na, da waren wir. Ich muss ja in die Ding. Nein, bitte nicht hier starten. Ich will als Pferd außerhalb starten. Mit Pferd. Nicht als Pferd. Mit Pferd. So, gut. Dann haben wir hier immer noch das. Ich muss es annehmen. Also mache ich das. Hei, hei, hei. Ist das nervig. Also wir müssen speichern. So. Okay. Gehen wir nach Rivachek. Klar, jetzt angegriffen. Jetzt wird sowas von Hackfleisch gemacht. Der Belieneuer. Jetzt gibt es Hackfleisch. Ah, er hat sich schon gefreut, wiederzusehen.
Ja, genau, die wird Musik in meinen Ohren sein. Für meine Ohren, aber nicht für deine. Ich werde euch zu quetschen. Ich werde so Hackfleisch machen. So gigantisches Hackfleisch. Wieso greifen die eigentlich an, obwohl sie eigentlich ein mega Problem haben? Hä? Nicht mein Pferd. Böses Gesindel. Wir haben schon 202, also geht's noch weiter. Ich glaube, ich habe mal 300 gehabt im Floys, Mann. Wir machen 999, gell? Yay, gewonnen! Wieso sind eigentlich diese Sklaven an für so schlecht? Boah, dieses Hackfleisch. Schon wieder fliehen. Ist peinlich. Wir haben aber nichts bekommen. Okay. Der Rest hat nichts. Gut, dann wissen wir, dass wir angegriffen werden. Da müssen wir schnell wieder zurück. Ah, ich muss noch gucken, wo genau die Wache ist. Genau, dass wir dorthin gehen. Genau. Boah. Ich denke schon, dass wir angegriffen werden, aber man kann nichts machen. Wie sollte man ein Dorf verteidigen können? Ja, jetzt haben sie es doch eingenommen. Nein, Jarolek. Die sterben wirklich aus, die Armen. Aber wir haben Uztuk. Unuztuk. Okay, hier haben wir ganz viele Banditen. Ja, die können wir eigentlich besiegen. Boah, ganz viele werden besiegt. Okay, Kurau ist von den Nords erobert worden. Jetzt machen wir ganz viel Hackfleisch aus ganz vielen Banditen. Prima. Ja, wieso haben wir so eine schlechte Axt? Ich glaube kaum zum Schmusen und Streicheln und alles Mögliche. Los, schneller. Vorwärts. Nein, nicht. Ich will immer noch rennen. Ganze Zeit will ich rennen. Yeah, Klingenschwester ist das Beste. Das sind aber viele, ne? Cool. Keine Verstärkung. Alles sind vernichtet. Ich glaube es ja nicht, wie schnell das ist. Ey, nein, die lassen wir frei. Fertig jetzt. Nehmen wir halt den neuen Menschenjäger rein. Lol, wir haben Wein bekommen. Ah, der Wein ist... der Wein ist ja dorthin. Stimmt.
mal lauter irgendwas denken über... Oh, ich liebe... Jetzt mache ich mal einen Speerwerf. So. Mich interessiert es auch. Tatsamisch. Okay, gehen wir nach Nuda. Schon wichtig, dass wir das vereiteln. Die werden uns aber dann immer wieder angreifen. Solange wir hier hin dürfen, dank ihm, werden wir natürlich ihn jagen und besiegen. Ich gebe ihm den anderen Zeit. Er wird sehr weit weg sein, wenn er das nächste Mal seine Ohren spitzen kann. Gut, es reicht. Kurawa ist ja nicht zu, ja, von uns. Ja, Krieg ist nicht bekriegt, die Nords. Kann ich euch mal ein bisschen ausfragen? Karawanenmeister. Was habt ihr? Schrott, danke. Plattenrock dick. Nein, nicht dick. Da ist dick. Hm. Der Warenhändler. Wie viel Brot? 50. 50 Euro teures Brot. Das ist nicht so gut. Schade, dass jetzt Ziff 6 nicht kommt, aber ich kann es jetzt wirklich nicht. An Graf Deglan. Sein Lutzka. Von mir aus. Ich muss aber nach Ema. Ja, ja. Ich werde die Speerträger dann auf den Bogen und so. Erzählen, wenn ich endlich mal eine bekomme. Ist ja Wahnsinn. Ich werde die beschützen. Für mein Leben. Ach, sind das Angsthasen. Wir haben so viele Truppen schon. Ist ja Wahnsinn. Jetzt geht's langsam los. Die haben, glaube ich, ein Banditenproblem. Hä? Mal ein bisschen beschützen. Ein bisschen Action brauchen wir in diesem Part, gell? Wie schnell mein Pferd ist, wenn ich Vollgas gebe. Schön. Bunduk 2 schon gekillt. Jetzt aber. Alle werden abgeschlachtet. Viehfutter. Ja, ich habe sie besiegt, obwohl ich die Klinge nicht mehr aus der Klinge ausgeholt habe. Ja, zwei Ansehen ist auch immer gut. Mameluke, Sklaventreiber. Ja, freut mich.
Prima. Das können wir befördern. Schmierer ist wieder Level up. Heftigst. Nein, die nicht zu Konstrukte. So, ein Handwurf. Stärke, Eisenschwarte, zwei Handwaffen. Ja, es ist zweihandig. So, eventuell, wenn du eine Handwaffe noch nutzen willst, kannst du das machen. Ausgebildeter Rodok-Sperrwerfer mit deinem kleinen... mit deiner kleinen Kutte. Süß. Ich glaube, ich muss denen wirklich mal helfen. Aber wie kann ich mein Dorf schützen? Ich will mein Dorf wirklich momentan nicht abgeben. Also ja, dass sie immer wieder angreifen und so. So, hier. Prima. Stufe 21. Was habt ihr hier? 92,96. Schon cool. Ist viel zu teuer. Beziehungsweise nicht viel zu teuer. Ich muss so etwas kaufen. 120. 116 ist auch besser. Es macht nur weniger Schaden. Und zwei wenige Schaden würde ich noch gut haben. Ich gebe der Frau, der, wie heißt die, Schmierer. Und kauf mir den. So. Sorry. Für die Leute, die es umbringt. Sparen wollte. Wo ist jetzt die andere Axt? Ah, sie ist noch ausgerüstet. So. Und ja. Ich werde das auch mal aufsparen. Ich will sowieso zwei Handkämpfe haben. Aber, ja, relativ wenig. Also wenn du jetzt nicht Schaden machst, weiß ich auch nicht. Dafür nehme ich da aber die Sachen weg. Das geht nicht. Du darfst das nicht ausgerüstet haben. Nur eine Zweihandwaffe, die mega stark ist. Heftigst. Also, das haben wir gemacht. Jetzt machen wir noch ein paar Banditen. Also. Naja, ich sag... Ja, es ist genug, 28 Minuten, ich will ja nicht 30 oder höher machen. Deshalb bedanke ich mich fürs Zuschauen und ja, nächster Part kommt eben täglich. Tschüss!